Ein komisches Treffen ereignete sich beim EU-China-Gipfel zwischen dem chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao und der EU-Spitze. Wie sonst auch wurden Themen wie Handel und Klimaschutz angesprochen. Doch als die übliche Pressekonferenz danach stattfinden sollte, wollte die chinesische Delegation partout bestimmen, welche Journalisten dabei sein durften. Als Ergebnis musste die Pressekonferenz abgesagt werden. Der EU-China-Gipfel endete diese Woche. Und wie immer stehen beim Ministerpräsident Wen Jiabao und der EU-Spitze Themen wie wirtschaftliche Zusammenarbeit und Klimaschutz auf der Tagesordnung. Im Hintergrund dieses Treffens kam es jedoch zu einem Eklat. Die übliche Pressekonferenz blieb aus. Denn die chinesische Delegation wollte wieder absolute Kontrolle darüber haben, welche chinesischsprachige Medien dabei sein durften. Daraufhin sagten die EU-Institutionen die geplante Pressekonferenz ganz ab. Nun, es gibt zwei Länder, die Brüssel vorschreiben, wer an den Pressekonferenzen teilnehmen darf. Die Tyrannei in Peking und die Diktatur in Moskau. Redefreiheit ist ein grundlegendes Recht in der Europäischen Union. Sie werden von den Behörden hier in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Regime behindert. Und das ist nicht tolerierbar. Und immer wieder versucht Chinas Führung, unabhängige chinesische Medien wie NTD und The Epoch Times bei Veranstaltungen wie dieser zu blockieren. Ich kann nicht wirklich verstehen, warum die Kommission jedes Jahr mit dem chinesischen Regierungsführer oder Staatsführer, wie auch immer er genannt wird, zusammenarbeitet und ihm die Höflichkeit erweist, unliebsame Fragen abzuwehren. Wenn es unmöglich ist, die Bedingungen der Pressekonferenz zu akzeptieren, wie können wir dann auf eine Übereinstimmung bei den bilateralen Handelsvereinbarungen, der CO2-Kontrolle, Biotreibstoff, Energie und was auch immer hoffen? Zwar gab die EU den Journalisten ein Briefing, doch ohne die Chinesen. Wir hätten das Ganze gerne durch eine Pressekonferenz gekrönt, doch es war nicht möglich gewesen, es auf eine Weise zu organisieren, die für alle Parteien zufriedenstellend war. Ich bedauere es, aber es ist eine Tatsache. Also lasst uns nun die besten Ergebnisse beim Gipfel erzielen.